und herzlich willkommen zurück hier, immer noch komplett verzweifelt in der Rätselhöhle mit Bi. Wir haben gefühlt 10 Stunden später, ach du Scheiße, jetzt wäre ich fast die rückwärts runtergelaufen. Eieiei. Also, wir sind jetzt hier an dieser Stelle, es ist einfach nur, ich verfluche es. Wow! So, ich hüpf rüber, Bi, ne? Vorsicht. Ja, ich bleib hier in der Ecke stehen. Spring, spring, spring. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber hier, so, aber auf die Säule, das haben wir eben schon rausgeflunden. Flunden? Rausgeflunden. Ja, platt wie eine Flunder, wenn wir unten landen hier. Ja, und jetzt, Eieieiei, wir haben es bald, Bi, wir haben es bald. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt kommen gleich wieder irgendwelche Flammen und töten uns. Du schaffst das! Du schaffst das! Oh mein Gott, ich mach sowas von drei Kreuze. Nicht so weit springen. Oh so, hier ist ein Knopf. Ich hab Angst vorzulaufen. Trau den Frieden nicht. Ich auch nicht. Eieiei, ich auch nicht. Trau dir Frieden wirklich nicht. Ich bin dafür, einfach schnell durchzurennen. Onik! Oh, Onik! Onik, 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 Onik! Ah. Heiltränke, Heiltränke! Oh mein Gott. Oh. Tollwut, Tollwut. Ich bin gleich tot. Nein, nein, nein. Ich hab keine Hilfe. Heil dich! Heil dich! Ich hab keine Hilfe! Heil dich! Ich hab keine Hilfe! Nein! Nein, wie? Nein! Wo kommt die denn her? Wieso hast du Honig dabei? Hä? Weiß ich nicht. Honig und organisches Polymer, was hast du in deiner Tasche? Ach, das war, weil ich mit dem Drachen noch ein paar Mantisse getötet hatte hier vom Eingang. Ach so. Ich hab Tollwut, aber ich krieg mich gerne. Ja, ist jetzt die Frage, soll ich jetzt alleine weitermachen oder was? Mein Wimmern ist in dem Schaden. Ja, ich kann dich ja mitnehmen. Hast du Alkohol getrunken gehabt? Was? Wieso? Hä? Ah, nee, du hattest Insektenschutzmittel oder so, ne? Du hast eine bessere Pumpgun. Wieso habe ich die einfache mitgenommen und du hast eine bessere mitgenommen? Wir haben Pumpguns geschenkt gekriegt, 3 Stück. Ja, ich weiß, aber wieso Blaue. Hast du die mitgenommen und ich nicht? Weil du keine mitgenommen hast. So, ich habe jetzt auf jeden Fall so ein bisschen was von deinem Zeug, was ich kann eigentlich fast alles mitnehmen. Willst du noch irgendwie versuchen, hier hinzukommen in der Zwischenzeit? Irgendwie Ausrüstung holen, um da überhaupt hinzukommen, weil sonst, das bringt sonst gar nichts. Oh nein, 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 nein! Ja? Noch mehr Onyx. Ach, die sind so fies, die Viecher. Und, ja, meine Rüstung war halt angeschlagen, ne? Ätzend. So, die sind weg, ich laufe jetzt mal durch. Ey, wir haben hier so viele Betten verteilt, ne? Das ist gar nicht mehr, wo wir sind. Das sind 2 Knöpfe. Nein. Okay, ich muss, glaube ich, beide Knöpfe drücken. Für dahinter auch. Ja. Oh, Loot! Aber ich traue dem Braten hier nicht. Ist das wie eine Druckplatte hier, oder? Oh mein Gott! Verbeißen. Eine Pumpgun, eine bessere Pumpgun. Ich habe eine Bola gehört, die auf mich geworfen wurde, glaube ich. Oder? Mhm. Hier backt irgendwas. Hier ist irgendwas Unsichtbares, glaube ich. Immer noch Tollwut. Vor allem, wir haben auch keine Tränke mehr, ne? Ich habe ein bisschen halt. Also meinst du in der Base? Kannst du vielleicht noch ein paar Tintebären holen? Ja, ja, ich hatte ein paar Bären geholt tatsächlich vorher noch. Ja. Für die Tierchen. Wie klaue ich den jetzt mal erstmal wieder? Na, wie geht dieses Tor? Ich
Ich glaube, das hier sind tatsächlich so eine Art Druckplatten. Sind hier noch Knöpfe? Nee. Also ich habe zwei Knöpfe gefunden, gedrückt, aber es passiert nichts. Gab es denn dieses Geräusch? Oder müssen die gleichzeitig gedrückt Es kommt werden? So ein Klick. Ja, aber du kannst die Höhle ja auch alleine machen. Okay, dann... Oder ich muss mich auf diese Druckplatten stellen, ich weiß es nicht. Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Ich glaube, hier ist irgendwas Unsichtbares, weil ich hier auch manchmal so ein bisschen durch die Gegend bagger. Hm. Das Problem ist, wir haben überhaupt nicht mehr... keine gute Rüstung mehr, ne? Ja, habe ich was im Kopf an? Warte. Nee. Bisschen Misch aus deiner und meiner Rüstung. Ah, hier sind noch zwei Knöpfe. Ja, Tor geht auf. Oh mein Gott, ich trau dem hier nicht. Und wieso backe ich hier so rum? Oh mein Gott, es ist komplett ein Labyrinth, glaube ich, hier, ne? Aha. Da können dir garantiert auch fiese Viecher entgehen. Oh mein Gott, hier sind so viele Durchgänge. Nini macht ja alleine. Ich finde doch den Weg niemals. Nein. So. Hier sind so viele Türen und so viele Durchgänge. Okay, jetzt bin ich in einem großen Raum. Jetzt kriege ich langsam Durst. Das ist ein Problem. Hattest du Honig dabei? Gibt der Wasser? Nö, ne? Weiß ich nicht. Habe ich noch nie drauf gehabt, ob Honig Wasser gibt. Ich höre was. Das hört sich wie ein Artefakt an. Nee, Loot. Das ist schon mal gut. Kastoridesattel, aber. Naja. Was ist. So bin ich vermutlich zumindest schon mal nicht komplett falsch. Ich höre Spikes. Also dieses Scherenschleifen-Geräusch. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, also dass ich in die richtige Richtung unterwegs bin. Oh, Nick. Hä? Die ist hier in der Wand. Kann ich mir eine Wüste. Warte, die haben doch manchmal, Bären dabei, ne? Die hier jetzt nicht. Wir haben nicht genug Rüstung. Wir haben nicht genug Metall. Ja. Ja. Wie kann ich das Licht an der Dings anmachen? An mit der Pumpgun? N. Mit N. Okay. Ich habe nämlich deine Pumpgun. Oh mein Gott. Spinnies. Nimm das Insekten. Nach Neo 270. Ich glaube, das bringt nicht viel. Schlangen. Oh mein Gott. Ja. Ich höre deine Tastatur. Das ist, oder das deine ist... Maus hier. Oh mein Gott. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Ja, oh Mann. Mega Tollwut. Ist nicht dein Ernst, du Mistvieh. Wie viel Leben hast denn du noch? Nein! Ich bin bewusstlos! Nein! Weil ich nichts zu trinken hatte! Oh Mann, ich habe noch halbes Leben! Und die Viecher sind auch tot, aber ich hab... Mein Torpor steigt, weil ich nichts zu trinken hatte, aber irgendwann wache ich doch auf, oder? Ja. Verdammt! Oh Mann, ich brauche was zu trinken. Mein Leben sinkt natürlich auch.
verdammt, wenn ich jetzt hier drin sterbe, dann ja, wäre das richtig kacke, weil... Ja. Ja, es wäre vor allem richtig kacke. Ich meine, man kann es versuchen, wieder reinzubekommen, ne? Aber mich hier in der Ecke irgendwo zu finden, das wird echt schwer. Aber ich glaube, ich bin so weit. Gefühlsmäßig. Komm, wach auf, wach auf, wach auf. Ich habe noch Heiltränke, ich habe noch Heiltränke. Wach auf, wach auf, wach auf. Ich habe noch 113 Leben und Benommenheit sinkt schneller. Also, verdammt, Leben sinkt schneller als Benommenheit. Hast du die Bären aus meinem Char mitgenommen? Da war, glaube ich, nichts mehr. Doch, oh mein Gott, wenn ich ganz schnell Heiltränke, wenn ich aufwache, ganz schnell Heiltränke reinballer, dann geht das. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. Oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Aber hier sind, also Honig, aber es gibt halt auch kein Wasser, ne? Weiß ich nicht, probier's doch einfach. Hab ich doch schon. Achso. Hilft nicht. Du darfst Tollwut ist. Tollwut ist weg. Du musst normal gehen. Dann brauchst du ja, nicht. Ja, mach ich ja auch. Wie, hier ist nichts, wo ich lange sprinten könnte. Die Onyx haben auch nichts im Inventar. Habe ich noch irgendwelche Rüstungsteile, die ich anziehen kann? Eine Hose. Insektenschutzmittel nehme ich einfach mal. Hier geht halt nochmal eine Tür auf, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht in diese Richtung. Das ist halt ein richtiges Labyrinth, ne? Und du weißt, wie ich und Orientierung manchmal sind, ne? Okay, hier bin ich hierher gekommen, oder? Weil hier ist kein Knopf. Oder habe ich hier irgendwo was, was ich drücken kann, dass da drüben ein Knopf aufgeht? Torpor steigt halt wieder, ne? Aber ich habe keine Tollwut mehr, von daher ist es diesmal nicht so schlimm, weiß ich. Oh mein Gott, diese Orientierung hier drin, ne? Es ist einfach nicht möglich, hier einen Weg zu finden. Schwierig. Ich glaube, ich muss durch diese Tür. Aber wie kriege ich die auf? Ich darf nicht sprinten, ey. Ich laufe jetzt mal woanders lang. Ich meine, von Stimberries kriegst du da... Ah, nee, ich habe gar keine Stimberries. Ich dachte, ich hätte Stimberries kriegst du Durst. Ja, ich dachte, dass du aber ja nicht... Du kannst ja nicht mehr Durst als Durst kriegen. Und dann dachte ich, ich könnte die vielleicht essen, um Torpor entgegenzuwirken. Aber... Das tut es, aber... Hier höre ich was. Du brauchst extrem viel Wasser. Eieiei. Ich glaube, hier war ich schon mal. Psst. Ja, hier war ich schon. Ich bin für ein gelegen. Hier höre ich nochmal irgendwie Loot oder.
Oder ein Artefakt, aber hier geht's nicht weiter. Nicht sprinten, nicht sprinten. Wobei, wenn ich schon Durst habe, ist ja auch egal, ne? Kann ich nicht benutzen. Oh, okay. Loot. Loot, Loot. Loot ist schon mal gut. Überragender Manta-Sattel, Bauplan und Steinachs-Bauplan. So, aber das ist, heißt vielleicht, dass ich hier vielleicht noch nicht war. Aber es sieht alles so gleich aus. Welche Tür habe ich damit aufgemacht? Wie geht diese auf? Oh mein Gott, ich bin hier für immer gefangen. Für immer durstig. Das Licht. Folge ich jetzt einfach mal den Fackeln? Hier höre ich wieder was, aber hier ist keine Tür. Hier war ich jetzt schon 10 Mal, glaube ich. Versuch mal irgendwie hier rumzufinden. So, und dann hier hinten tendenziell rechts. Hier bin ich nicht hergekommen. Bin ich auch hergekommen. Eine Art Pleura. In der Wand. Ich glaube, ich muss irgendwie hier hinter, aber wie komme ich denn da lang? Ich meine, ich kann hier durch die Tür nochmal. Du hast gerade voll süß gequietscht. Huch. So. Da ist noch eine Tür. Wie kriege ich die denn auf? Bin auf dem Weg. Sehr schön. Wie kriege ich die Tür da auf? Da will ich hin. Bring Wasser mit, ganz viel Wasser. Ich hab jetzt 5 Feldflaschen. Ja. Problem ist, ich muss mich ja erstmal zu dir durchkämpfen. Das heißt, ich muss auch an ja, den Onyxen vorbei und so. Ja, das wird ein... Nee, die Onyx sind ja tot. Ja, die spawnen ja wieder. Ja, nee, ich bin da ja gerade mal lang gelaufen. Ich laufe da ja die ganze Zeit im Kreis. Ach so, nee, der Raum vorher, den meinst du, ne? Ich meine, ja. die hier drin. Ja, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm wird. Aha. Alleine? Vielleicht? Ja, ich habe auch nochmal eine Welle abgerührt. Wenn du mal Heiltränke und sowas hast, dann... Hier war ich auch schon. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Verdammt. Ich muss nur durchhalten, bis Bee kommt, bis sie mir Wasser gibt. Und dann geht's mir wieder gut. Hast du ein bisschen Ersatzrüstung für mich auch dabei? Nein. Das Metall ist nicht so durchgeschmolzen. Wir haben noch Metall gehabt, aber nicht durchgeschmolzen. Ich hätte im Zweifel auch ein bisschen Lederrüstung oder so genommen. Das ist besser als nackig. Ja, ich bin jetzt aber schon unterwegs. Ich kann auch nichts reparieren von dem, was ich habe. Ich habe kein Leder, keine Faser. Ich könnte tatsächlich die Onyx hier auseinandernehmen. Die geben doch organische Leder, ne? Polymer, das ist auch nicht mitgenommen, ne? Doch ein bisschen, aber ich habe auch keine Fasern, also... Ah, Fasern. Du musst dir noch Fasern holen. Bei Leder kann ich ja zur Not auch noch mitbringen. Ja, aber wie beeil dich, ich verdurste. Ja. Das ist wichtiger als Rüstung.
gerade hier irgendwie. Ich weiß einfach nicht, was sie will. Überleben will ich, das weiß ich. Und dass dieser lilane Bildschirm einfach verschwindet. Heiltränke habe ich tatsächlich auch nicht mehr. Ich habe 88, mehr konnte ich nicht machen. Ja, das reicht ja erstmal. Das reicht ja erstmal, das. Ach, ich habe Bolas, wieso habe ich nicht gebolert? Ja, ich hatte extra auch noch Bolas mitgenommen, davon mal abgesehen. Aber ich glaube, die Onyx konnte ich gerade nicht bolern. Hast du nicht getroffen vielleicht? Doch, ich habe getroffen. Das weiß ich auf jeden Fall. Das hat dieses Auge. Die hat ein paar Bären dabei gehabt. Es ist nicht viel, aber es hilft, dass ich halt meinen Topper ein bisschen senken kann. Nee, da bin ich ja hergekommen. Da würde ich nicht hin. Also Top habe ich ein bisschen gesenkt, aber steigt jetzt schon wieder. Ich muss diese Tür doch auch irgendwie aufkriegen. Also ich bin jetzt auf jeden Fall... Bei dem funktioniert nichts, bei dem funktioniert... bei dem Rätseleingang. Ja. Wie kriege ich diese Tür auf? Oder wie komme ich da von außen irgendwie hin? Ich guck mal. Ist der Knopf das? Verdammt, jetzt finde ich das nicht mehr. Ach verdammt, ich habe keine... Ah, ich habe hier keine Lampe mehr drauf. Hier, die habe ich. Ja, da sehe ich doch nichts mehr. Fuck. Toll, jetzt finde ich den Eingang nicht mehr. Ich habe keine Fackeln mit. Ja. Hier ist der, genau, hier ist der Eingang, aber den Knopf, den ich gesehen habe, der war... Warte. Ich muss erstmal noch ein paar Fackeln besorgen. Ja, ich muss auch mit einer Fackel rumrennen, statt mit dem Ding, sonst ist die Orientierung besser. Nee, das ist... Ich hatte doch eben einen einsamen Knopf ohne Tor. Und da wollte ich gucken, ob dann das Tor da hinten aufgeht. Aber hier. Mist. Nee. Geht auch nicht. Auch nicht in der Kombi. Nope. War auch keine einsamen Knöpfe. Hier ist auch ein Tor, was nicht aufgeht. Das ist... Huch. Das ist doch alles... Ich weiß noch nicht, ob man hier was bauen, setzen kann. Ob man hier vor allem Schlafsäcke zum Beispiel setzen kann. Oder aber auch vielleicht irgendwas zur Orientierung. Ob man da schon war oder nicht. Ja, wenn du Baumaterial hättest, aber hast du ja nicht. Nee, also das einfach noch rein, aus, als ob es theoretisch gehen würde, ne? Also es sieht halt hier alles ziemlich, ziemlich ähnlich, ziemlich gleich aus. Es ist... Ja, die Tür geht wieder nicht auf. Aber hier haben wir doch drei Knöpfe. Keiner ist für diese Tür. Warte, hier. Nee. Keiner von diesen Knöpfen öffnet dieses Tor. Das ist doch... Heieiei. Kann ich den Stein nicht abbauen? Hä? Kann ich Stein nicht abbauen? What the heck? Okay.
Okay. Und jetzt. Diese ganzen knallenden Türen sind gerade. Die haben schon so eine eigene. Erschreckt mich. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Hier geht irgendwas. Oh. Hier war ich definitiv noch nicht. So, jetzt habe ich. Fackeln. Sehr gut. Obwohl 20 vielleicht ein bisschen übertrieben sind. oh mein Gott, da leuchtet was, da leuchtet was, da leuchtet was. Nee, das war nur. Das war nur ein Grafikbug. Aber ich bin jetzt anscheinend in einem äußeren Ring von diesem Labyrinth. Eben war ich die ganze Zeit in so einem inneren gefangen. Und jetzt bin ich anscheinend im äußeren. Oder ich bilde mir das alles ein und ich laufe in den gleichen Hallen und ich merke es nicht. Das kann natürlich auch sein. Nee, nee, hier sieht's anders aus. Hier wird's grün. Grünes Licht. Nebelig, das hatten wir da hinten nicht. Oder? Ich mag da jetzt irgendwie nicht durchgehen. Doch. Ist es irgendwie ein Wunder, dass ich nur lebe? Ja, irgendwie schon. Aber ich bin jetzt mit Fackeln auf dem Weg. Ich will doch nicht. So. Du bist aber schon in der Wüste am Eingang und, oder? Ja, ich musste mir nur eben noch Stuff für Fackeln besorgen. Okay. Ich habe ja keine Leuchte mehr an dem Fackelgewehr gehabt. Ja. Das heißt, ich brauchte Fackeln. Ich habe aber jetzt genug. Bin jetzt auf dem Weg rein. Wo bin ich hier? Das Ding ist halt, auch wenn wir hier irgendwie, also wenn du hier hinkommst, finden wir uns überhaupt. Und hier bin ich vorhin lang gegangen. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wo war denn. War das der zweite? Oder war das der dritte? Oh, weißt du noch die Reihenfolge von dem Knöpf? Ja, du musst erst den am Eingang, dann den hinten in der Nische. Ja. Dann den links vom Eingang, dann den, wo wir drauf gehüpft sind und dann den oben. Oh Gott, wie soll ich denn an den oben rankommen? Ja, im Zweifel machst du es so wie ich. Später. So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal ein Folgenende, bevor ich renne hier die ganze Zeit wahllos im Kreis rum. Ja. Ich hoffe, dass ich in der Zwischenzeit nicht verdurste, bis Bee hier irgendwie angekommen ist. Ach doch, ich hab's. Ich sag dann jetzt mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye und bye. Ein Wunder, dass ich noch lebe. Ciao, ciao.